Herbst 1944. Die Niederlage des Hitler-Regimes ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Armeen der verbündeten Mächte stehen an den Grenzen des Deutschen Reiches. Von allen Seiten rücken die Alliierten mit großer Übermacht vor. Die Stunde des Kampfes für jeden. Die deutsche Wehrmacht hat hohe Verluste. Der sogenannte Volkssturm wird mobilisiert. Hitler ordnet an, dass alle waffenfähigen Männer von 16 bis 60 Jahren ihre Heimaterde verteidigen sollen. Der Volkssturm wird dem SS-Reichsführer unterstellt. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Die Propaganda spricht immer noch vom Endsieg. Doch es ist die Reserve der Reserve, die hier aufmarschiert. Die Armee der Großväter und Enkel soll den Feind auf deutschem Boden stoppen. Vor allem Jüngere lassen sich noch vereinnahmen. Wir stehen also in der Pflicht, wir müssen also zu sagen hier zum letzten Gefecht antreten. Egal was passiert, denn die Fahne ist mehr als der Tod. Viele von ihnen sind nicht mal 16 Jahre alt. Für Führer, Volk und Vaterland notfalls eben zu sterben. Und dahin wurden wir geführt. In Berlin und andernorts, überall stehen Volkssturmeinheiten, nun an der Seite von Wehrmachtssoldaten. Allein in Berlin rund 90.000 Mann. Notdürftig ausgebildet und ausgerüstet haben diese Kinder und Alten dem alliierten Ansturm kaum etwas entgegenzusetzen. Die Parolen des NS-Regimes wirken noch immer. Die Eltern Soldaten meiner Volkssturmkompanie, die waren ja alle älter als ich, hätte meine Väter sein können. Die haben immer noch bis zuletzt die Hoffnung, es geht noch mal alles gut. April 45. Die Rote Armee beschießt das Zentrum Berlins. Auch die Jüngeren werden mit Panzerfäusten ausgerüstet und können damit zerstören. Und dann legte ich das an, es waren 20, 30 Meter Entfernung, und dann zielte ich also zwischen Turm und Wanne und traf den Panzer auch. Unter den Hitlerjungen galt das Panzerknacken als Bewährungsprobe. Ich kriegte auch einen schrecklichen Schreck und sackte so zusammen nach unten, weil ich nun erwartete, dass der Panzer explodieren wird. Was er dann auch tat. Ich glaube, ist niemand aus dem Panzer rausgekommen. Kinder wurden zu Soldaten. Und so starben sie auch. Wir waren Kanonenfutter im Grunde. Wir waren Kanonenfutter, die kampferfahrenen Leute da Soldaten abgelöst haben. Manche Gegner trauen ihren Augen nicht. Das waren keine Soldaten. Das waren Jungen, 14, 15 Jahre alt. Muttersöhnchen, die noch zu Hause wohnten. Nein, das waren wirklich keine Soldaten. Sie trugen nur Soldatenmäntel. Die schlotterten an ihnen herum, sie waren viel zu groß. Da passte nichts zusammen. Am Ende wollen auch sie nur überleben. Wir hatten wirklich Angst, ja. Das ist uns jetzt am Schluss des Krieges, wussten wir, dass der Krieg jetzt gleich zu Ende ist, dass es uns dann auch erwischt, und es ist vielen passiert. Wie viele Opfer der Einsatz im Volkssturm gefordert hat, ist umstritten. Schätzungen sprechen von weit über 100.000 Toten und Vermissten. Wie viele Soldaten der alliierten Mächte ihm zum Opfer fielen, ist nicht zu klären.